Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Trailmakers. Wir haben hier das kleinste Fahrzeug der Welt und es fährt tatsächlich solide 41 km/h. Unser Ziel der heutigen Episode ist es aber, das schnellste Auto in Trailmakers zu bauen. Dafür habe ich ein paar Modifikationen installiert. Wir wollen uns aber ein bisschen hocharbeiten. Am Ende des Videos gibt es jetzt das schnellste Auto aller Zeiten. Hier haben wir erstmal Lepsche 41. Das ist natürlich erstmal nichts für uns. Wir steigen aus und spawnen ein nächstes Fahrzeug. Hier haben wir beispielsweise eine Highspeed-Rakete. Das sieht doch schon... Warte mal, das ist doch nicht so geplant, oder? Wieso ist das Ding in 1000 Einzelteile gefallen? Weil ich es von oben runterfallen lassen habe wahrscheinlich, ne? Okay, warte. Das darf hier nicht so weit runterfallen, denke ich. Irgendwie so. Warte, wir müssen das schön runter... So würde ich sagen, oder? Es zerfliegt. Was ist das für eine scheiß Rakete? Warte mal, Leute. Das klappt so aber nicht. Was haben wir hier? Wir haben noch mehr Sachen. Was ist das denn? Okay, das ist Godzilla. Schießt der? Ne, das war so eine Hupe. Oh, da passiert was. Jo! Wie kann man sowas bauen? Das ist so cool. Der zerstört. Ja, der zerstört jetzt die Stadt. Das ist sogar die Godzilla-Musik und jetzt hat der Strahlen hinten raus. Alter, wie kann man sowas bauen, Junge? Da muss man Ingenieur, Master-Ingenieur sein oder so. Uni-Abschluss mindestens. Das ist schon geil, ey. Was passiert, wenn wir mit einem waschechten Jaguar. Oh. Alter, Leute bauen so geile Fahrzeuge, ne? Ich weiß nicht, ob wir heute mit dem schnellsten Auto wirklich... Was passiert, wenn wir damit... Okay, aber er steuert... Er sieht halt brutal aus. Aber er steuert... Hä? Seit wann gibt es ja diese Bildschirmkracher? Habt ihr die oben rechts gesehen? Die müssen doch... Ja, okay, dem Jaguar geht es aber auch nicht mehr so gut irgendwie. Eieiei, Karamba, die Mamba. Okay, genug Fahrzeuge rumgetestet. Wir haben unendlich Komplexität jetzt nämlich freigeschaltet. Außerdem habe ich eine Mod installiert, die diese RAW-Motoren verbessert. Wir müssen die jetzt mal testen, guckt mal. Weil die sind ja relativ schlecht, ne, mit 1700. Guck mal, der wiegt nur die Hälfte, hat doppelt so viel Leistung. Wir müssen mal ein Auto jetzt bauen, was die beiden testet. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall den leichtesten und gleichzeitig schnellsten Sitz. 30 Kilo, 50, 25, 25, 50, 17, Big und 17. Go-Kart und Motorrad. Aber Weltraum hat aber auch einen gewissen... Auch einen gewissen Vibe, oder? Oder Cockpit? Weltraum? Ich nehme Weltraum. Das sieht schon arschgeil aus, das Ding. Guckt euch das mal an, ey. Hoho. So. Dann können wir auch direkt passen. Den müssen wir aber rumdrehen. Können wir direkt hier hinten mal dran machen. So. Zack. Easy. Ja, wir können es ja ganz easy erstmal machen, wenn wir, also für den Anfang, ne? Jetzt wollen wir auf jeden Fall. Wir wollen aber eigentlich. Wollen wir das zu Glas haben, damit das richtig cool aussieht, ne? So, wir wollen so ein Über-High-Speed-Ding. So. Kann ich jetzt die beiden, will ich jetzt gerne zu Glas ändern. Wartet mal. Genau, und jetzt wollen wir hier die Glas-Skin. Glas wollen wir, genau. Ja, jetzt sieht das richtig aus, als ob das so weitergezogen werden würde. Das ist cool. So, der kann erstmal weg. Dann wollen wir so ganz kleine Verbindungsstücke einmal haben. Hier und dann auf der anderen Seite auch nochmal hier, damit der Motor verbunden ist. Und dann können wir eigentlich auch schon die Scharniere bauen für die Reifen, würde ich sagen. Was nehmen wir für Reifen? Motorradreifen, Stachelradreifen? Alter, wir nehmen aber aus Druck die Stachelrad, Digga. Alter, was sind das für Klopper, ey? Geil. So. Und jetzt wollen wir die gleichen halt irgendwie hinten haben. Problem ist, wartet mal, kopieren. Die machen wir direkt an den Motor ran, würde ich sagen. Aber wie verbinden wir die Teile jetzt? Das ist die entscheidende Frage. Stromkupplung? Wartet mal. Lasst mich mal hier kochen, Alter. Das wird jetzt ein ganz wildes Konstrukt, was wir hier an Auto bauen. Jo, hoho, hä? Kann ich so fahren? Oh, das habe ich gerade aus hier weggemacht. Wir kopieren das hier. So. Das klappt doch nicht, oder? Ja, so das Ding qualmt irgendwie. Aber es ist doch immer noch arschlangsam, oder nicht? Okay, weil wir können ja mal testen. Wir fahren jetzt. Ja, wobei der beschleunigt schon ganz gut, oder? Also die 100 hätten wir schon. Aber wir deaktivieren jetzt mal die Mod, die den Motor verbessert, weil ich glaube, die irgendwie macht die gar nicht so viel.
Okay, Leute, nicht der RAW-Motor wurde verbessert, sondern der RAW-Jet. Ich habe es falsch gemacht. Den müssen wir natürlich testen. So, wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir klatschen den hier drauf. Ja, ist jetzt halt... Ja, gut, Leute, ist jetzt halt ein bisschen quakig, ne? Wir können ihn ruhig noch eins nach vorne setzen. Jetzt verbinden wir den einfach mit diesen Connectoren. Warte ich denn die jetzt nochmal hier... Jetzt haben wir den Motor auf der Seite verbunden. Jetzt wollen wir den natürlich noch auf der Seite verbinden. So, hä? Warte mal, irgendwas ist hier. Warte, Quatsch. Ah, warte, weil ich den hier nicht verschoben habe. Warte, das heißt, wir müssen das löschen, das löschen. Jetzt kopieren wir. Ich habe nämlich hier die Verbindung. So, beides auf die Seite. Perfekt, so. Mal gut, wie der RAW-Jet jetzt ist. Ich weiß es auch nicht. Also, wir beschleunigen ganz normal. Okay, ist natürlich langsamer, weil wir sind jetzt schwerer. Und jetzt aktiviere ich mal den RAW-Jet in 3, 2, 1. Oh, der ist brutal. Okay, es hat aber einen Cooldown. Oh, der ist aber nicht schlecht. Alter, der ist anders am Vibrieren. Wir sind mit dem schon 300 und der hat eine gute Stabilität eigentlich, ne? Sag ich ehrlich, bis 300 scheppert der. Die Sache ist, muss ich lenken können? Muss ich lenken können? Leute, das ist eine entscheidende Frage. Ja gut, da wenn ich jetzt mehrere... Aber der macht schon einen ganz guten Eindruck eigentlich, oder? Also der knallt schon gut, ne? Okay, warte, lass mal ganz kurz nochmal recherchieren. Also, der hat an Power, hat der jetzt hier 750. Ist damit viel besser als der Drachenjet, aber schlechter als der große Jet und auch, alter, Raketenantrieb 1800. Alter, wir pfeifen darauf. Der Raketenantrieb muss da drauf, Leute. Wir pirschen uns nach und nach ran. Wo hat denn der seine Konnektoren? Ich würde sagen so, oder? Und jetzt connecten wir, da brauchen wir aber quasi... Ah doch, das geht sogar, perfekt. Nee, warte mal, das geht nicht. das Ding ist viel zu breit, Alter. Okay, wir müssen unser Auto jetzt verlängern, tatsächlich. Das kriegen wir aber hin. So, wir machen das hier rum und hier hin, genau. Und dann müssen wir hier vorne aber eins dieser Glasteile machen, die finde ich geil. So, damit wir schön aerodynamisch auch sind. So, und das kopieren wir jetzt auf die Seite. So, und jetzt lesen wir mal, also jetzt muss ich diese, also zeigt dir Hinweis, Wagen mit niedrigem Massezentrum kippen leicht um. Das Massezentrum ist relativ weit oben, das ist gut. Zeigt dir, okay, der Vorwärtsschub liegt über dem Massezentrum. Das ist richtig. Dadurch wird die Nase nach unten gedrückt und verschwert eine gerade Bewegung. Ja gut, also muss ich den jetzt hier wohl noch hin, oder was? Der RAW-Motor, let's go. Und der Raketenantrieb, den aktivieren wir in 3, 2, 1. Ja, okay, ja, ich merke, ab einer gewissen Geschwindigkeit wird es schwierig. Mit dem Raketenmotor tatsächlich. Okay, ja, Raketenmotor müssen wir ein bisschen klüger lösen, glaube ich. Wie wäre es denn, wenn wir den... meint ihr, die Reifen weiter auseinander ist ein Burner? Also der Motor kann ja erstmal weg, den brauchen wir ja nicht. Oder brauchen wir den? Warte mal. Das Ding ist halt, was ich jetzt so überlege, ja, der RAW Jet ist schon der stärkste Motor. Also ich meine, dem müssen wir schon treu bleiben. Das hilft ja alles nichts. Aber der überhitzt halt dafür nicht, der Drachenjet. Der hat halt keine Abkühlphasen. Ich glaube, deswegen ist der tatsächlich dann doch besser, versteht ihr? Wie connectet man den denn? Einfach unten, okay. Wir sagen, wir scheppern hier ruhig mal. Warte mal, die Teile hier müssen erstmal weg. Wir scheppern hier ruhig mal zwei Drachenjets hintereinander. So, das sieht ja gut aus. Dann die Teile müssen hier erstmal alle weg. Lasst mich mal... Ne, warte mal, den lassen wir da. Kann ich irgendwie rückgängig machen? Aber irgendwie ging das doch, ne? Wir müssen halt, glaube ich, eine Kombination aus verschiedenen Motoren machen für die maximale Geschwindigkeit, versteht ihr? Jetzt kommt hier ins Zentrum ein Drachenjet. Genau. Das ist auch alles verbunden. Das Teil hier muss weg. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Es sind aber aktuell die Reifen nicht verbunden. Das ist natürlich dann doch ein Problem. Das heißt, wir kopieren die Teile hier nach hinten. Und dann hier mal zur Seite. Und dann muss irgendwie das Ganze hier weiter hoch. So, perfekt. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. So, ja, sehr schön. Was sagt denn die Aerodynamik? Die sagt fast perfekt. Okay, wartet. Ist aber ein baulicher Fehler, sehe ich gerade. Alles grün. Achso, warte mal, ich muss natürlich die Reifen austauschen. Ich habe ja die ganze Zeit diese Stacheldinger noch. Warte mal, wir brauchen natürlich hier Rennreifen. Wir könnten Motorradreifen nehmen. Wir könnten aber auch Dragster-Reifen nehmen.
großer Reifen mit besserem Halt auf Asphalt, 20 Kilo Motorrad. Ein abgefahrener Rad für eine maschinell Haftung auf allen Oberflächen. Nee, wir brauchen schon, ich glaube, das ist ja Asphalt, was wir hier haben, oder? Das zählt ja Sicherheits auf Asphalt. Das sind fette Reifen, Alter. Toll, das sind, warte mal, das sind übertriebenste Baba-Reifen, Junge. Die sind so fett, ich krieg die gar nicht hier dran. Meint ihr wirklich, dass an diesem kleinen Popelstrahl echt so ein Drecks, also, warte mal, aber die haben doch vorne dann immer so kleine Reifen. Das heißt, vorne nehmen wir Go-Kart-Reifen, würde ich sagen. Oder Motorradreifen. Wir gehen Go-Kart, das passt schon. So, die sind auch richtig rum, das passt. Ich weiß nicht, ob, also, warte mal. Die bouncen, Alter, verdammte Scheiße. Die sind so hoch. Ich beschleunige mal. Ich kann nicht beschleunigen. Der macht gar nichts. Okay, jetzt macht er schon was. Oh, ja, ja, ja. Aber das ist ja alles sehr, sehr... geil, 300 haben wir schon mal. 400. Ey, das sind schon nicht schlecht, Alter, sag ich ehrlich. Und... oh, 400... Also ich finde die Dinger da hinten schon stylisch, aber ich weiß nicht, ob das so... Wie wäre es, wenn ich die 1 weiter höher setze? So. Dann könnte das ganze Konstrukt ein bisschen besser funktionieren. So, wir brauchen aber unabhängig davon noch viel mehr Motoren. Also viel, viel mehr. Wir brauchen mehr Drachenjets, würde ich sagen. Die geben eine gute Grundbeschleunigung, das ist schon nicht schlecht. Würde ich sagen, machen wir hier hin und hier hin. Perfekt. Und hier hin. Genau. Und dann machen wir nochmal 3 hintereinander. So. Das sieht ja schon alles eher nach einem mächtigen Auto aus. So, was sagt denn hier die Hilfe? Der sagt, dass ich ein Flugzeug gebaut habe. Okay. Dann haben wir... Vielleicht habe ich hier größere Reifen. Macht vielleicht mehr Sinn, oder? Aber ich habe schon... Na, Go-Kart-Reifen? Vielleicht Motorradreifen? Die sind noch ein bisschen größer, oder? Ja, ja, ja. Ich sag Motorradreifen sind es. Ach so, weil ich eine Weltraum... Weil ich das hier habe, kann es sein... Okay, das muss weg, glaube ich. Sonst rafft er nicht, dass ich ein Auto gebaut habe. Okay, dann machen wir hin ein normales Cockpit oder einen gepanzerten Sitz oder Motorradsitz. Wie heißt denn mit Motorradsitz? Wo connectet denn das Ding? Vorn und hinten. Okay. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen höher sitzen. Aber ist ja nicht schlimm. Und hier machen wir jetzt, da machen wir ein paar Steine hin. Zack und... Zack, dann ist unser Sitz schon mal verbunden. Aber der ist eins... Ach, das ist ein Dreier. Guckt mal, wie hässlich. Kann ich das Ding gar nicht zentral bauen? Nee, 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 warte, warte, warte. Dann den Go-Kart-Sitz. Der ist wenigstens noch. Die kriegen wir ja auch in die Mitte. So, der verbindet sich nur an der Seite. Okay. Das heißt, das wird eine wilde Nummer. Aber wir kriegen das hin, Leute. So, ich will auf jeden Fall Minimum die 1000 km/h packen. Wenn nicht sogar noch mehr. Und wir haben ja einen übel brutalen Rekord damals aufgestellt. Ne? Der Rekord liegt ja irgendwie bei, Alter, ich glaube bei 20.000 km oder so. Das müssen wir natürlich wieder schaffen, ist ja klar. So, dann müssen wir, das muss hier hin, das muss hier hin. Perfekt. Am Ende des Tages müssen wir ja nicht steuern können. Mir reicht's jetzt. Ich mache hier vorne auch diese Teile. Die sind ein Bringer, ich sage euch das. So, wir müssen hier ran. Bob. Und das kommt auf die linke Seite ran. Bob. Da kommen die Reifen dran. Die sind ein Burner, vertraut mir. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber es wird schon klappen. Es ist sehr wackelig. Wir kommen in unserer Grundgeschwindigkeit auf 160. Und sobald wir den Turbo aktivieren... Ja, also wir müssen uns, glaube ich, leider. Also es tut mir leid. Aber wir müssen uns mal diese Teile verabschieden. Auch wenn die zwar geil aussehen, aber... Das ist nichts für eine Hochgeschwindigkeits-Geschichte, ne? So. Aber die Dragster-Reifen, ich würde die schon gern behalten, ehrlich gesagt. Können ja diese Teile hier machen. So, da können wir die auch ein bisschen näher dran bauen. Es gibt auch ein bisschen mehr Stabilität. Dann löschen wir das mal und kopieren das hier einfach rüber. So. Ja, der läuft ja wie eine 1, Alter. 100, 200. Boah, läuft der. Der läuft gebuddert, Alter. Und jetzt Turbo. Okay, der läuft sehr, sehr stabil. Und wir können jetzt endlich auch bremsen. Nice. Ja, aber der ist natürlich zu langsam, ne? Das ist klar. Das heißt, wir brauchen brutalst viel mehr Power. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Jet. Erstmal, oh Gott, was für klein. Das Ding ist ja absolutely giant. Okay, ja, ich könnte es halt hier drauf platzieren, aber warte mal, was heißt das für die Aerodynamik? Oh, tatsächlich gar nicht so schlecht. Kann ich noch weiter dahinter? So,
Okay, was macht das denn jetzt für einen Unterschied, wenn ich die aktiviere? Läuft die noch? Ne, die hat einen Cooldown, ne? Ja, okay, ab 300 wird es aber ungenau. Ich glaube, wir hatten das Problem beim nächsten Mal einfach mit Länge gelöst. Ich glaube, wir müssen einfach in die Länge bauen. Wir bauen hier dieses Konstrukt, was wir hier unten haben. Wir müssen wirklich mehr in die Länge gehen. Das gibt nicht nur mehr Platz zum Motoren bauen, das gibt auch mehr, vielleicht auch mehr Reifen, oder? Ich meine, mehr Reifen ist doch sicherlich so gesehen, so ein paar Dragster-Dinger, mehreres, das ist sicherlich, so gesehen, ist keine dumme Idee, oder? Und das machen doch LKWs auch, oder? Wir machen hier jetzt noch ein paar, dann machen wir da hinten jetzt noch ganz am Rand ein paar. So, genau. Jetzt spammen wir hier die Raw Jets einmal rings herunter. So und so. Perfekt. Und jetzt die Drachenmotoren an die Seite, ist doch auch klar. So. Mhm. Warte mal, wir haben hier vorne ja gar nichts. Was ist das denn? Ja, Quatsch gebaut. Ich weiß halt nicht, ob wir hier vorne die Reifen nicht weghaben wollen, weil das sieht schon, also das sieht schon sehr gefährlich aus, möchte ich sagen. So, wir waren auf jeden Fall das hier weg. Und ich würde sagen, wir drehen die dann. Das ist ein bisschen besser. So, perfekt. Jetzt haben wir so eine Spitze. Ja, ja, ja. Das hier mal weg. Das lenkt mich zu sehr ab. So. Und jetzt wollen wir definitiv diesen Motor einmal auf diese Seite haben. Ah, da ist schon einer. Perfekt. Und das wollen wir diesen Motor hier einmal geradeaus durch. Denn mein Auto wird halt so lang. Ich kann das auch nicht mehr richtig angucken. Ne? So. Machen wir es mal so. Mein Testlauf. Oh, das steht wie eine 1 auf dem Boden. Alter Schwede. Okay, es ist aber jetzt auch sehr, sehr schwer. Aber wir haben eine konstante Beschleunigung. Und jetzt Turbo? Ja, 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 ja. Wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Wir sind sowas von auf dem richtigen Weg. Das ist Big Baba-mäßig. Oh! Ja, diese Teile überhitzen halt, ne? Diese mittleren Teile. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die haben auch weniger Leistung. Aber ein 750, der hat 800, überhitzt aber nicht. Vielleicht brauchen wir jetzt wirklich mal so ein Teil. Vielleicht sind wir jetzt endlich bereit für so ein Baba-Butzen-Teil hier, Alter. Einfach hier so schön in die Mitte. Der kennt das auch. Vielleicht, warte mal, wir gehen mal ins Extreme. Wir machen mal... Wieso ist der nicht... Wieso erkennt er den nicht? Ist der doof? So. Ja, wir müssen schon irgendwie einen Platz, glaube ich, lassen. So, jetzt haben wir drei von diesen... Oh, diesen Space Shuttle antrieben. So, Beschleunigung hat sich nicht verändert. Eher sogar ein bisschen schlechter geworden, da wir haben jetzt mehr Gewicht. Und jetzt aktivieren wir die. Ja. Aber die sind gar nicht so effizient, ne? Liegt das an meinen Reifen? Die Reifen sind das Problem, Leute. Wir müssen die Reifen loswerden. Am besten alle eigentlich. Wir müssen eher so fliegen. Ich mach mal alle Reifen weg. Erstmal nur so auf Testbasis. Let's go. Ja, 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 ja. 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 Passt auf. Okay, wir wären aber schneller gewesen. Da sind wir alle gegen die Wand geprettert. Problem ist, jetzt kann das Ding ja... Jetzt können wir das Ding natürlich auch irgendwie nicht mehr... Warte mal. Jetzt können wir das Ding ja auch nicht mehr lenken, ey. Ich würde es hier repariert haben. Perfekt. So. Das ist schon stark, ey. Diese Raw-Motoren schallern auf jeden Fall übel. Das merkt man. Aber die bringen irgendwie gefühlt gar nicht so viel, ne? Ich muss halt schweben. Ich glaube, diese Motoren müssen weg. Und die müssen wir mit Drachenjets austauschen. Ich glaube, das ist der Way to go tatsächlich. Das wir löschen hier wirklich mal alle weg. Weil diese Motoren, die haben ja jetzt gar keine Funktion mehr. Diese Motoren bringen ja nur Leistung auf Reifen. Da wir aber jetzt keine Reifen mehr haben, bringt uns das nichts. Das heißt, die kommen alle weg. So. Ja. Wir sind bei 1,8 Tonnen. Ich glaube, das Gewicht ist auch ein Problem. Ne? Ja, 300, 400. Das sieht schon auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Ja, aber wir cappen bei 700. Nee, doch nicht. 900. Ja, aber diese Raw-Motoren geben nur so einen. Ja, ich glaube, die sind es nicht. Wir sind auf jeden Fall schon mal bei 900. Oh! Ja, das ist auf jeden Fall besser. Oh, yep! Baby, die Schallmauer. Oh, jetzt sind wir schon gut schnell. Ja, 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 ja. Jetzt hittet es schon ganz gut. Das ist big, 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 big. Ich glaube, das ist eine gute Mischung, die wir hier haben. Okay, wir müssen aber noch... Wir haben ja noch viel Platz für Motoren. Und wir können das Gewicht auch noch krass reduzieren. Okay, wir fahren mal einmal ans Ende. Gucken hier schön in diese Richtung. So. Noch ein bisschen weiter. Wir brauchen ein bisschen Platz. Die Meter kommt jetzt auch nicht an. Jetzt reparieren wir. Perfekt, Alter. Perfekt. So. Okay.
Ja, okay. Das kann zum Beispiel weg. Müll. Wir sparen Gewicht. Das können wir auch austauschen. Passt auf mit. Weil die Teile wiegen 0,9 Kilo. Du kannst aber die machen. Die wiegen nur 0,3. Auf Klugbasis, Leute. So. Frage ist, brauche ich die überhaupt? Haben die nicht auch eine Connection an der Seite? Die haben auch eine Connection an der Seite. Ich denke, ich brauche diese ganzen Steine gar nicht. Ja. Big. Okay. Das heißt, diese ganzen Steine können alle weg. Weil die Jets haben nämlich auf der Seite auch eine Connection. Das heißt, die connecten sich so oder so. So, perfekt. Genau. Jetzt ziehen wir die beide auch noch rüber. Das muss auch weg. Das ziehen wir rüber. Ja, das muss jetzt hier erstmal weg. Wir müssen hier ein bisschen ran an die Frikadellen. So. Jetzt gehen wir bis nach vorne mit den Motoren. Denkt noch einer. Das kann auch weg. Perfekt. Oh, das ist geil. So, das hier unten kann ja logischerweise dann auch... Ah, dann ist das nicht connected. Okay, ich verstehe. Boah, die Teile zu verbinden war wirklich eine Raketenwissenschaft. Aber jetzt sind wir beim Try. Und los geht's. So. Und auf 300. Wir sind auf 1000. Schallmauer durchbrochen. 1,3. 1,5. 1,6. Boah, ist so schnell, ne? Aber. Ja, aber wir sind nicht so wirklich so Prime Power schnell, ne? Gut, 1600 km ist aber halt auch schon sehr, sehr schnell. So ist jetzt halt nicht, ne? Aber irgendwie. Nehmen wir mal den hinteren Bereich und kopieren den einfach nochmal. Oh mein Gott. Ein paar Mal hinten dran. Jetzt habe ich so viel mehr Oh mein Gott, es laggt richtig. Ich hatte eine Warnung vom Spiel. Habt ihr es oben gesehen? Du heilige Scheiße, ich muss lieber ranzoomen. Ah, verdammt, da kam die Wand. Okay. Wartet. Kriegen wir hin. Wir haben die 2000 km auf jeden Fall schon mal geknackt, obwohl wir nicht auf volle Länge fahren. Ich müsste auch sogar auch bald die Wand kommen. Wo? 2,5. Okay, warte. Ich glaube, wenn wir die volle Range fahren, wo ist denn die Ecke da? Und Abfahrt. Einfach geradeaus. Also so schräg natürlich, ne? Aber für mich ist das geradeaus. So, okay. Wir haben die 800. Wir haben die 1000. Schallmauer. 1250. Wir haben 1400. Der Geschwindigkeits... Oh mein Gott, es ist so schnell, wird richtig schwindelig. Eins, acht. Komm. Zwei. Ja, jetzt kämpft er ein bisschen. 2,1. 2,2. 2,200. Oh, los, komm, Baby. 2,3. Ja, er kämpft, ne? Aber viel schneller schafft das nicht. 2,300. Okay, 2,330 km/h. Aber das, warum laufe ich? Ich mag gar nichts mehr. Jetzt kann sie mir nicht sagen, aussehen lassen. Alter Schwede. Wenn ihr Tipps habt, wie ich ein noch schnelleres Auto bauen kann, lasst eine positive Bewertung da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Und geht auf www.banks.shop für den neuesten Banks-Merch. Hoodies, Pullover, Plüschtiere, Bücher. Alles am Start. Würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, euer Benson.